Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Guck mal, ich habe ein Fahrrad. Boah. Und ja, in der letzten Folge haben wir Route 5 betreten. Das ist Route 5, ne? Und ja, wir haben gegen einen, wir haben ein paar Pokémon gefangen. Wir haben ein paar Typen von Team Yell erledigt. Wir haben ein neues Teammitglied, Fragezeichen, mitgenommen, den ich offscreen einen Namen gegeben habe. Heißt Little Tox. Willkommen. Und ja, ich habe mal in den Pokédex geguckt und das Ding ist ein Baby-Pokémon, also ja. Aber ich nehme an, es wird sich irgendwann mal entwickeln und dann ist es nicht mehr länger Little Tox, sondern irgendwas anderes. Aber fürs Erste habe ich es so mal genannt und ja, wenn es sich größenmäßig irgendwann mal ändern wird, dann werde ich den Namen vielleicht noch mal umändern, genau wie bei Lauch. Und ja, aber oh. Ist diese Brücke irgendwie eine Anspielung an Pokémon Schwarz und Weiß, weil da gab es diese EV-Löschungsfedern auch. Weil diese Dinger, die einen EV geben können. Und ja, wir sind hier stehen geblieben. Und ratet mal, wer da ist. Hopp! Was hast du auch Lust auf einen Kampf? Nicht wirklich, aber du stehst mir voll im Weg. Jetzt, wo wir beide den Pflanzen und Namen sind, wird keine Anfänger mehr. Das wird, da wird es schön höchste Eisenbahn, dass wir beim Training auch einen Gang höher schalten. Alles klar, wenn du was sagst. Pokémon Trainer Hopp fordert dich heraus. Und setzt Volley ein. Also den nervigen Teil eines Rivalen tut er auf jeden Fall schon mal. Dann zeigen wir uns doch mal, dass du auch den Orden wirklich verdient hast. Also den nervigen Teil eines Rivalen hat er schon mal voll drauf, aber nicht die gute Art von nervig. Also ja. Komm zurück, Little Tox, du kannst doch nichts. Guck mal dem Lauch zu, wie der macht. Schau einfach mal zu, wie der seinen riesigen Lauch nimmt und dem das Ding einfach voll auf die Birne hämmert. Boah. Wahnsinn, du hast die Wechselwirkung zwischen den Typen. Ja, boah, sagst du halt eigentlich jedes Mal. Boah, ich glaube, der hat mal irgendwie zu viel gegen den Kopf bekommen irgendwann mal als Kind. Sagt er bestimmt noch irgendwann in unseren letzten Kampf irgendwann, ne? Warte mal, warte, warum machst du jetzt ja voll AP? Hast du dich, ich habe mal wieder einen Moment auf meine Aufnahme geguckt, ne? Und dann sehe ich wieder, dass ich voll AP hat. Was? So, siehst du, da ist schon wieder so ein kleines Problem. Du kriegst so viele Erfahrungspunkte. Hallo, Witz. Ja. Okay. Ach, du entwickelt sich. Dieses Micro entwickelt sich in dieses, diese Stahlkrähe. Ne? Das ist halt eine Stahlkrähe, oder? Das heißt irgendwie, das hieß irgendwie Kramor, genau. Und ja, ich nehme an, das ist Stahl, ne? Also, was? Nicht sehr effektiv. Aber weißt du was? Hier. Oh Gott, das ist Flugangriff. Das ist ein Flugangriff. Aha. Oh Gott. Ich habe ziemlich viel von den Matches meines Bruders gelernt. Oh, jetzt wird da noch übermütig hier. So, du bist nicht Stahl. Wie bist du denn dann, ey? Igni. Claire. Nitro-Ladung. Schafft sie schon. Was? War nicht effektiv? Doch. Ein Volltreffer, wow, du bist echt gefährlich, wenn du ernst machst. So, jetzt pass auf, jetzt kommt irgendwann ein Starter. Oh nee, was mache ich denn dagegen? Weil man hat den Pflanzenstarter, von dem weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie der aussieht. Pokémon Schild habe ich den Wasserstarter genommen. Ich weiß nicht, wie der Pflanzenstarter aussieht. Agilität, obwohl da brauche ich nicht. Ich habe Nitro-Ladung. Also, den Pflanzenstarter weiß ich als einziges noch nicht, wie der aussieht. Jetzt braucht man, aber ich darf jetzt nicht in Panik geraten, auch wenn ich voll dem Typ Nachteil bin und so. Was ist Mix? Schiss, Schimmsticks.
Christmas angelesen. Oh, Level 21. Das ist auch fast so stark wie der Rest meiner Pokémon. Und nee, der hat überlebt. Doppelschlag. Autsch. Das Ding irgendwie so ein Kampf-Pokémon. Er hat die ganze Zeit so Stöckchen. Ja, du bist weg. Chimpsix wurde besiegt. So, mehr du als mich nicht hoch, damit ich den ganzen Weg zurück zum Pokémon Center wieder latschen. Pokémon Trainer Hopp wurde besiegt. Ich kann so stärker sein als ich. Ich habe doch einen Pflanzenhorn, genau wie du. Ja, aber deine Pokémon sind kacke. Warum hast du dieses Wolldingen? Was kann denn das? Du wirst immer besser, Daniro, aber ich das nicht locker und trainiere weiter. Du als ein Beleber. Ey, sag mal, willst du mich jetzt gerade? Oh, ich sehe eins deiner Pokémon, habe ich fertig gemacht. So, hier, nimm das, Burn. So, willst du mich jetzt hier auf den Arm nehmen oder was? Ich hasse diesen Typen. So, weiter, Bro. Als nächstes klopfe ich mir Kate vor, die Wasserarena-Leiterin. Da ging die ja da wahrscheinlich etwas mehr. Boah, jetzt muss ich den ganzen Weg zurückrennen. Ne? Ich bin jetzt im Beleber. Ich habe jetzt keinen Bock, noch meinen ganzen Weg zurückzurennen. Aber warte. Sie hat doch schon kommen. Da kommt doch jetzt irgendwie einer, der mich hochhält oder so. Ne, pass auf. Aber was? Ja. Dann haben wir jetzt ein KP-Passwert dauerhaft. So, EV-Training. Haben wir schon mal gecovert. Wir rennen einfach hier für die Brücke und geben den. Ich meine, die geben nur so einen Punkt in einen Wert. Und. Aber. Alles klar. Okay. Gerade wenn ich mal so einen blöden Arzt brauche, ist jetzt wieder einer nicht da. So, Lauch hier. Mal ein kleiner Ausrutscher von dir. Ich weiß, du kannst das besser. Aha. Sie hat mich nicht gesehen. Konzentriere ich darauf, die Stärke der Pokémon auszubauen. Ihre Schwäche kann man auch mal ignorieren. Und sich drehen, Rebecca. Kirugi. Kirugi ist Pflanze. Und ich habe Giftattacken. Aber guckt euch mal die Werte von dem Teil an. Verteidigung 16. Aber was könnte das Dingen? Komm schon, wir werden wir schaffen. Ich glaube nicht. Little Tox, mach was. Oh, putzig. Okay, ich bin schon vor dich angegriffen. Oh Gott, Tackle. Oh Gott. Okay, jetzt schaffen wir. Nee. So, Gefühl, das Ding verwandelt sich irgendwie ein Drachen oder irgendwie so was. Oder ein Dinosaurier. Irgendwas richtig episches. Ja, so was, weil ich nicht der Carpador dieser Generation, würde ich sagen. So, Fleckneul, da müssen wir flüchten. Das Viech ist ein Psycho-Pokémon. Da wäre eigentlich das Beste, ja. Ich habe nicht wirklich eine andere, nee, ich habe gar keine andere Option als andere Nachteil vom Typ her. Also muss ich Kuro nehmen. Oh Gott, Windschnitt. War nicht voll der starke Angriff? Ja, anscheinend nicht. Ich liebe diesen Schnurrbart, den Kuro hatte. Aus wie so ein Pokémon hatte irgendwie so ein Gentleman irgendwie, ja. Mit so Gentlemans hier rumlaufen würden, ne? So, Gefühl, wer war für den Weg ist irgendwie so ein bisschen. Ich akzeptiere meine Lage, aber ich lasse mich nicht davon runterziehen. Man sollte sich an den Erfolgen im Leben erfreuen, nicht über den Fehlschlägen. Ich glaube, dem Weg ist wird auch die Entwicklung von Porenta gefallen. Warte, mir hat schon gesagt, ich weiß ja gar nicht. Knolle. Ein einmalig einsetzbar Knolle. Okay, nee. So, ich nehme jetzt mal an, ich habe hier alles Mögliche.
Wer bist du denn? Sag nicht weiter, aber ich lasse mir bei der Arbeit gerne von meinem Pokémon helfen. Ich habe in der Höhle gehört, wie jemand mit seinem Pokémon arbeiten. Angestellte Tanja. Klibunkel. Okay. Ah, Little Tox raus da. Das war, glaube ich, Gift und Kampf, ne? Gott, da ging nämlich gar nichts, ey. Was ist deine Verteidigung? Oh, du hast gar nicht so eine hohe Verteidigung. Deswegen wurdest du so fertig gemacht. Ja, weiß nicht, Igni, mach du mal. Wenn wir nicht weiter wissen, einfach Igni rausholen. Der schafft das schon. Oh Gott. Ja, das wird jetzt nervig. Lass mich ran, ich treffe jetzt bestimmt nicht, ne? Doch. Okay. Das war eigentlich dieser Running Gag, wo Rocko die ganze Zeit von diesen Dingen in die Seiten irgendwie gestochen wurde. Oha, jemand, der mehr drauf hat als mein Pokémon, das wiederum mehr drauf hat als ich. Also jedes Mal, wenn eine Frau irgendwie so angebaggert hat, kam das Geblunkel irgendwie aus den Pokémon, hat den von den Magen irgendwie reingeboxt. Wenn mir die Arbeit zu mühselig wird, kommt mein Pokémon und krault mich. Hat der so Trainer Pokémon mit Aura sind etwas stärker als gewöhnlich und sie hinterlassen Watt, wenn sie besiegt werden. Anscheinend begeht man ihn und so häufiger, je mehr Pokémon man fängt. Ah, bin ich schon einen mit diesem von Natur stärker? Haben die mehr DV oder wie auch immer man das nennt? Diese Dinger, weil nicht die irgendwie besser sind. Ja, ich weiß, ich habe keinen Bock dazu erklären, das ist zu nervig. Neue Stadt übrigens. Wo ist die Boutique? Das ist am wichtigsten. Ich muss mich erstmal wieder einkleiden. Shoppen gehen. Hallo. Hab schon geplant, irgendwie in jedem Part irgendwie eine andere Haarfarbe oder so zu machen, aber das geht dann irgendwann ins Geld. Also eine lebendige Hafenstadt, die für ihren Markt und ihr berühmtes Restaurant bekannt ist. Hm, Markt. Das höre ich gerne. Dann kann ja mal sein, dass hier mal was Neues ist. Was das sieht irgendwie aus wie so ein Süßigkeitenladen, ne? Aber sonst hätte irgendwie so Bonbons oder so im Hintergrund. Aber du kannst da irgendwie deinen Namen ändern. So, ich merke schon mal, das Ding ist ein komplett anderen Ball. Das gefällt mir irgendwie nicht. Alle müssen im gleichen Ball sein. Weiß ich nicht. Nee, ich sag doch, ich habe OTSD, oder wie auch immer man das nennt. Irgendwie zwanghafte Neigung, habe ich so Gefühl. Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass Rosé, der Präsident der Pokémon, hier maßgeblich zur Entwicklung Galars beigetragen hat. Ich werde immer ganz hebelig, wenn jemand der Frau hinterm Schalter seinen Pokémon gibt. Achso, die, okay. Ich frage mich, wieso es das Dynamax-Phänomen nur in Galar-Region gibt. Aber die Frage kann offenbar nicht mal Professor Magnolica beantworten. Ja, irgendwie müssten die Galar-Pokémon irgendwie die Pokémon von jeder Region hier weghauen müssen, ne? Der Typ in Unterhosen rum. Es tut mir außerordentlich leid, aber der Liga-Präsident ist wirklich sehr beschäftigt. Bitte respektieren Sie seine Privatsphäre und gewähren Sie nun ein wenig Ruhe. Na schön, dann auf Wiedersehen. Bis bald hoffentlich. Hey, bleib doch noch ein bisschen. Ich gebe gerne noch ein paar Autogramme. Ihr könnt sogar meine Liga-Karte haben. Wer sind Sie? Das ist sogar der. Nehmen Sie mir die Frage nicht übel, Olivia, aber müssen Sie so streng mit meinen Fans sein? Immerhin sind Sie es, die uns zu dem machen, was wir sind. Oh, ich weiß genau, wie wichtig Fans sind. Aber wenn Sie Ihre Fans behalten wollen, müssen Sie ab und zu auch ein bisschen arbeiten. Präsident Rosé, wenn ich Sie irgendwie entlasten kann, müssen Sie es mir nur sagen. Hm? Oh, wer warst du nochmal? Bettis ist mein Name, Herr Präsident. Ach ja, Bettis, das wusste ich natürlich. Du hast dich ganz schön gemacht, seit ich dir damals dieses Pokémon gegeben habe. Du hast so einen Favoriten der diesjährigen Arena Challenge. Aber die beiden Trainer, die eine Empfehlung vom Champ bekommen haben, stehen auch hoch im Kurs. Sehr, es als große Ehre, dass Sie mir eine Empfehlung geschrieben haben, Herr Präsident. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Verlieren ist keine Option für mich. Doch nur, wenn ich Sie nicht mehr weiter in Ihrer kostbaren Zeit brauche. Entschuldigen Sie mich. Okay. Oh, wenn das nicht mal Daniro ist. Ich bin schon sehr gespannt, was du so drauf hast. Was hat der gute Deleon wohl in dir gesehen, als er dir eine Empfehlung geschrieben hat?
Hey, mir kommt mal gerade wieder einer meiner vorigen Ideen. Wir sicher als nächstes Kate herausfordern, richtig? Was hältst du hiervon? Wenn es dir gelingt, Kates Ohren zu erkämpfen, laden Olivia und ich dich zum Essen ein. Sie haben bestimmt eine gute Gelegenheit, einander besser kennenzulernen. Verzeihen Sie, Rosé, aber die Zeit drängt. Streng dich schön an, ja. Alles, was du tust, formt die Zukunft der Galar-Region. Tschüss. Der Liga-Präsident hat vor, im Restaurant Wellenflucht zu speisen. Ist eingeladen, zu uns zu schubsen, sobald du den nächsten Ohren errungen hast. Und sonst nicht. Sonst geben wir uns nicht mit dir ab. Alles klar. Und da. Sonst blockiert der Restaurant jetzt. Pass auf, ey. Nicht gehört, was der Präsident gesagt hat. Ja, ich will trotzdem da essen. Boah. Da darf ich jetzt noch nicht mal. Darf ich noch nicht mal irgendwie. Irgendwo essen gehen? Weil die Leute im Pokémon spielen, ne? Du hast mal Moria City nicht verlassen, ihr du nicht den Steinorden hast. Da habe ich mich schon immer angekotzt, ey. Wenn du irgendwie versuchen willst, die Stadt irgendwie zu verlassen, dann kommt dieser Typ und schleppt dich irgendwie zu Rockus Arena. Er hat mich schon immer irgendwie angekotzt hier bei solchen. Oh, warte mal, das glaube ich. Was Gutes für Flora. In ihrer riesigen Verteidigung. Na, das ist, was ich denke, was es ist. Aber Flora hat nicht so viel AP, komischerweise. Kuro hat viel AP. Okay. Sollte ich mir merken. So, ach, da ist dieser Markt, ne? Nope. Magnet. Da kommen ja schon mal alle Typen Boost Items oder wie auch immer man solche Dinger nennen würde. Hast du zufällig ein Picochilla und tauschte das gegen meinen Bumble? Hast denn keine Lust? Schon zu gehen bedeutet im Grunde, sich der Unentschlossenheit hinzugeben. Wenn du mich jetzt gut vorbereitest und fleißig trainierst, wird der Arena Challenge ein Klacks. Also nicht, kann ich hier nur irgendwo trainieren, wenn ich wollte. Hallo, bei mir kannst du ein Naturheil mit mir stehen. Ich mache dir einen besonders günstigen Preis. Nee. Macht nichts, wenn das gemeinsame Koch mal daneben geht. Daraus wird ihr beiden eine witzige Geschichte für die Zukunft. Ich will mal, dass das irgendwann daneben geht. Ich verkaufe verschiedene Sorten von Duften im Rauch. Möchtest du welchen abkaufen? Und so verstärkt Attacken von Typ Pflanze. Was? Wellen und Seer. Die tun beide von Wasser. Verdoppelt das Preisgeld. Um 11.000. Aber ich habe so das Gefühl, das wird es auf Dauer irgendwie wert sein. Jetzt zum Teil erzählt Begegnung mit wildem Pokémon. Benommen und langsam. Ich denke, die Genauigkeit des Gegners ist irgendwie cheaten. So. Da ich dich an erster Stelle die meiste Zeit reinpacken werde, würde ich sagen, du nimmst das hier. Also was würde ich immer gerne so früh wie möglich haben. Also gibt es ja keinen Münzamulett oder was. Na, vielleicht doch noch dazu oder so. Keine Ahnung. Oh, das ist dieser Elefant aus dem Intro. Die Galarmine 2 ist der perfekte Ort, um knallhart Pokémon zu finden. Wo ich wahrscheinlich nicht rein kann, weil diese Typen. Ole, 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 ole. Wir machen ja alles durch, um die Arena-Challenge zu sabotieren. Klar, ey. Yep. Ey. Ich kann nicht trainieren. Gegen Kate gewinnt niemand so leicht. Ja, ich habe einen Feuerstarter. Ich glaube, du könntest sogar recht haben. Aber ich habe einen Pflanzen-Pokémon. Und ein Elektro-Pokémon, das ich noch hochleveln muss. Also ja, wer weiß, kann sich alles noch ändern. Ich habe auch die Lia-Karte vom Champ Deleon. Aber... Ich dachte erst, dass wir irgendwie hier voll die Trinkerbude. Ja, ich dachte irgendwie, dass wir eine Bierflasche oder so. So. Verabschiede ich von allen niedrigen Stromkosten. Hi. Ich weiß noch, als Professor Magnolika zum ersten Mal die Ergebnisse ihrer Forschung zu Dynamax-Phänomen veröffentlicht hat, die ganze Galar-Region war im Aufruhr. Heute hat nichts angebissen, aber ich muss meine Angel trotzdem im Schuss halten. Wenn sie vor Sauberheit strahlt und glänzt, beißen die Pokémon gleich viel lieber an.
nämlich heute. So, muss ich jetzt echt zur Arena schon hinein? Okay. Wer seid ihr denn? Ein böser Mann vorbeikommt, beschützt uns unser Pokémon, so wie ich. Ich bin ein böser Mann. Wir passen auf das Haus auf, solange unsere Eltern weg sind. Unser Pokémon hilft uns dabei. Ich klatscht das Ding einfach gegen die Wand. Und dann für diese Kinder. So. Up. So. Warte mal, war ich jetzt hier drin oder nicht? Ah, nö. Man darf nie zu viele Pokémon aus dem Wasser fischen, sonst ist das Meer irgendwann leer. Ach. Wer gut angeln kann, ist auch immer ein guter Pokémon-Trainer. Warum? Weil die See launisch ist und der Angler blitzschnell auf Veränderungen reagieren muss. Der war ein Trainer, genau wie ein Trainer im Kampf. Okay, muss man schon der Arena stellen. Ich erwarte Großes von dir. Das sage ich zu jedem, aber ich meine es auch dir. Hey. Ich liebe sie. Was? Oh, nichts. Hallöchen. Um zu erkennen, ob ein Felino weiblich oder männlich ist, muss man schon genau hinsehen. Nicht so einfach, was? Oh. Warte. Ja. Ah, die Ohren oder Antennen, was auch immer, ne? Felino? Ja, der hat recht, der hat nur eine. Alles klar, aber ich finde die Gehirn voll putzig. In diesem Spiel. Wie machen die das? Alles, was meine Mama kocht, schmeckt lecker, aber das Essen im Restaurant mag ich auch. Das hat meine Mutter hat mich gezwungen, das zu sagen. Wenn eine Arena jetzt so schwach ist, steigt er in der Unterliga ab. Was? Okay. So, und hier ist der Bahnhof. Ja, muss der Tier? Nix. Alles klar, wer ist hier drin? Oh. Selbst wenn man nicht kämpft, kann man sich seine Strategien durch den Kopf gehen lassen. Das macht auch Spaß. Wäre so cool, wenn man einen leeren Zugabteilen, was? Wenn man den leeren Zugabteilen Pokémon-Kämpfer austragen würde. Ich wollte gerade sagen, in der Einhal-Region soll es eine U-Bahn extra für Kämpfe geben. Aber Einhal ist so weit weg. So, was ich gefunden habe hier. Nein, das ist gar nicht hier. Okay. War irgendwo anders. So, Getränkeautomaten habe ich gefunden. Ich glaube in Engine City, ne? Und ja, oder jetzt kommen die Arenen hier wie blöde, habe ich so Gefühl. Erst haben wir so 10 Parts, aber jetzt noch 2 Parts dazwischen und jetzt kommt die Drehserie. Geld ist wirklich mit allem Wasser gewaschen. Ihre Arena-Mission hat es ganz schön in sich. Erinnere mich bloß nicht an die Arena-Challenge. Ich bin kläglich im Wasserorden gescheitert. Lass mich raten, ich gehe dahin und da steht doch schon wieder jemand. Oh. Da lang. Soll ich mal hier angeln? Sowieso nur ein Carpador. Wer weiß, ist ja eine neue Stadt oder so. Wir haben sowieso Zeit, habe ich so Gefühl noch. Ich werde definitiv nicht in diesem Part in die Arena reingehen. Das machen wir im nächsten Part. Pff. 21. Ey. Also war mal. Blubstrahl. Aber ja, komm, wir sollten schon überleben. Habe ich das überlebt? Ist eine Frage. Oh, nee. Und da war Lauch. Wo ist jetzt nicht schon wieder drauf, ey? Flora hier. Ja, du tust sie auch verwirren, ne? Sprung, Sprung. Oh. Oh, das gibt's jetzt nicht, ey. Ja. So, wehe. Hier setzt jetzt kommt Fußstrahl ein, ey. Kanon. Ich soll einfach nur einen Ball werfen, ey.
Versuchen wir. Na. Du siehst jetzt den Part hier wieder in die Länge. Oh nee. Jetzt muss ich mich an Konfusion, an Verwirrung und Paralyse ja vorbei kämpfen. Danke. So, erreicht. Schaffst das schon. Mit du meine ich dich. Klasse, Lampi wurde gefangen. Ja, Little Tox hat ein Level abbekommen, das ist das Wichtigste. Seine Antennen haben, sich aus Flossen entwickelt und sind sowohl positiv als auch negativ geladen. Aber dafür hat es nur Plus-Augen. So. Weiß nicht, Spezialverteidigung ist eigentlich relativ hoch. Vielleicht ist er competitive brauchbar, weiß ich nicht. Pack ich mal hier rein. Vielleicht ist es ein defensives Pokémon, ich weiß es nicht. So. Ja, noch mehr. Ich hätte gerne ein neues, ein Galar-Pokémon, wenn es geht. Das andere kommt mir nicht ins Team, nur so nebenbei. Oh ja. Oh nein, nicht du. Nicht du. Du wirst neben dem wegrennen können, aber ich weiß, wer wegrennen kann. Das war du. Du hast nämlich Angsthase, obwohl du mutig bist. Komm da auch immer noch nicht klar irgendwie. Und du verballerst deinen Zug. Alles klar. Gibt ja noch irgendwas. Okay. Dann. Warum kennt den Leuchtturm wohl so mag? Klar ist eine riesige Insel, deshalb sind die Leuchttürme, die den Schiffen ihren Weg zeigen, sich auch so unheimlich wichtig. Das war schon immer so. Ist es sogar umgedreht. Super Tränke. Das gefällt mir irgendwie nicht. Was ist das denn? Das ist ein Start der Pokémon, die der Erzählung nach den Leuchtturm beschützt haben. Warum kann ich nicht näher an den? Hey, da ist doch, glaube ich, die Arena-Leiterin, oder? Nämlich mal, die vor der Arena sagt irgendwie so, ha, die ist gerade irgendwie weg und wir finden die nicht. Ich will mal abchecken. Keltenstadion. Ist ja ein Arena-Challenger, oder? Wenn du die Arena-Leiterin suchst, dann findest du sie beim Leuchtturm. Ja, von der Richtung mehr, der Leuchtturm ist nicht zu übersehen. Die macht gerade Mittagspause, hält den ganzen Betrieb auf. Boah. Da habe ich auch irgendwie nie verstanden, wenn Rocco und Misty ihre Arena verlassen haben. Die haben da irgendwie, weil nicht, da irgendwie voll Chaos gebracht. Denn ich wusste es. In Kanto. Niemand konnte irgendwie 8 Orden kriegen und trotzdem hat es irgendwie Gary geschafft, irgendwie so was 10 Orden oder so zu holen. Hi. Bist du ein Arena-Changer, stimmt's? Du kannst hell sehen. Naja, schließlich bist du einer der beiden Arena-Changer, die Deleon höchstpersönlich empfohlen hat. Da hat dich unter der Arena-Leiterin zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Wir wissen alle über dich Bescheid. Hier, du Nachwuchsstar, damit du auch über mich Bescheid weißt. Du weißt die Liga-Karte von Kate. So sortierst die Liga-Karte in dein Album ein. Wollen wir dann zum Stadion? So sehr ich es liebe, in Ruhe zu angeln, habe ich richtig Lust auf einen Kampf. Also ich nehme an, ich muss bei jedem ja erstmal die Arena-Leiter treffen. Wegen den Karten. Ne? Gut, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich muss jetzt erstmal wieder zurück zum Pokémon Center auf mich heilen. Und ja, war es das wieder für diese Folge und in der nächsten Folge versuchen wir uns an der zweiten Arena. Das wäre toll, das sage ich euch. Und ja,
Wir checken noch mal die Arena-Leiterkarte aus, damit ich irgendwie sehen kann, weil also nicht wie die tickt, wie auch irgendwie Sieg aus dem Fenster wirft oder so. Ja, kann ich auch irgendwie so eine Pose machen oder so. Meine Karte sieht voll langweilig aus, ey. Was ist das denn für eine Pose? Ja, das wird den Baseball werfen oder so. Kates Vater ist Fischer und ihre Mutter arbeitet auf dem Markt. Womöglich durch den Einfluss ihrer Eltern hat sie von klein auf mit Wasser-Pokémon gespielt und ist mit ihnen groß geworden. Was wohl dazu beigetragen hat, dass sie letztlich als Arena-Leiterin ausgewählt wurde. Sie ist bis heute mit Sania befreundet, da sie, die sie bei der Arena-Challenge kennenlernte, und schenkt ihr oft Meeresfrüchte, die sie in Kelten findet. Sie sieht Yaro aus Turffield als ihren Rivalen an, doch Yaro bezeichnet sich nur sich selbst als seinen größten Rivalen. Ja, um die kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Also ja, ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal also an vorbei und ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, ein Like oder ein Kommentar, wenn euch der Part gefallen hat, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye bye.